Wir sind heute in Deutschland, in Frankfurt und wir machen eine Übung mit die Escape Pod und die Escape Plus. Wir gehen jetzt rein. So, wir kommen in die Zimmer rein, es klingelt und wir sagen, wie heißt die kleine Juri? Juri, es tut mir leid, aber wir gehen evakuieren. Ich stehe hier, weil das für mich ist das Einfachste. Ich mache nur das hier, guck mal hier. Das über Juri ein. Hier mache ich das gleiche. Hier ist auch so eine gelbe Streife. Das ist wichtig. Ich kann ziehen und drücken. So, das Wichtige ist, dass er wirklich stark reinigt. So, ich ziehe und drücke und schließe. Du fühlst es gut, ne? Ja. Wenn du es nicht mehr weißt, hier ist es aufgeschrieben, wie man das tun muss. So, jetzt bin ich hier. Hier ist die Flappe an die Unterseite und ich mache nur das. Man sieht, man hat hier Platz. Wenn die Bretter langer sind, hat man Raum genug, um das zu machen. Jetzt ist das das Wichtige, was ich gerade gesagt hatte. Ich gehe mit meiner Hand so runter und ich habe ihn. Machen wir es immer. Hier sind verschiedene Brücke rein, hier und hier. Und warum machen wir das? Weil ich das hier mache, dann muss ich so hochheben. So, ich nehme die Beine hier, mache nur das, drehe und lasse ihn kommen. Ist nicht viel. So, jetzt hier. Ja, man kann schleppen wie das hier, so dass man steht wie ein Wasserskifahrer. Dann deine Rücke bleibt recht, jetzt kommt das hier von deinen Beinen aus und geh. Wenn es wirklich schwer ist, kann ich das auch so machen. Dann geht er in meine Rücke und dann brauche ich nur mit meinen Beinen das zu machen. Es geht darum, dass deine Rücke, dass du dich selbst nicht belästigst, überbelästigst. Man belästigt dich selbst natürlich ein bisschen, aber es geht darum, dass es nicht so schwer geht. Wenn es eine Kurve gibt, hier hat man Platz. Aber man hat natürlich auch Räume, die sehr enger sein. Da geht man durch die Beine und macht das hier. Und man kann fast auf einen Quadratmeter kann man drehen. Ja. Das ist auch sehr gut. Okay. Jetzt geht's los. Ich ziehe, er muss mit seinen Händen ungefähr über die erste Treppe schauen. Wenn das passiert, dann geht es einfach. Aber es hat immer einer alleine. Es ist nicht so, dass nee, der normalerweise so wie sehr, um das mit zwei zu machen. Okay. Aber das machen wir gerade nach dem mit euch. Ja. Wenn du das machst. Ja. Aber in erster Instanz wollen wir sehen lassen, dass es einfach auch ist. Alleine geht. Auch alleine geht. Okay. So, ich mache das so. Er ist jetzt mit seinem Hintern da runter. Jetzt können wir Kaffee machen. Ich habe das hier. Ich nehme die kleine Bügel immer in meine Hände. So hier, dass ich Gelände habe. Und ich habe hier Kontakt. Ich habe immer Kontakt mit meinem Bein und die Matratze. So, ich lasse das jetzt, hebe ich mein Bein auf und das Gewicht, trage das so vor, dass er unterkommt. Und dann kann ich nicht wieder. Geht so. Bei Tokio warst du schneller, oder? Das ist ja der Gas. Aber wir machen das ganz schnell hier. Aber das ist, wie es wirklich geht, auch mit schweren Leuten, da kann man das unter Kontrolle haben. Und er ist mit seinen Hinterleitern
Eine steht da, macht das gleiche. So, man hat eine Kette, ja, und in einer unglaublich kurzen Zeit kann man unglaublich viele Leute auf die Treppe runterkriegen. Okay. Ja, schon ganz einfach. Weil ich hier die Bügel nehme. Und wir legen das zurück. Und jetzt siehst du, du bist die Angeber. Ne? Du sagst, okay, wir machen die Kurve. Ja, Kurve. Gut, ja, du bist viel schneller als ich hier. Gut, okay. Ja, gut. So, du machst ein paar Schritte runter. Aber wenn du das drei, viermal machst, dann sagst du, okay,